Wir haben im vorigen Video gesehen, dass das Erreichbarkeitsproblem für gerichtete Graphen NL vollständig ist. Ja, ich gehe nochmal zurück auf die Folie beim letzten Mal. So hatten wir das symbolisiert. Ja, jedes Problem aus NL können wir darauf reduzieren. Und da wir uns diese Arbeit jetzt einmal gemacht haben, ja, dass wir jetzt einmal so ein NL vollständiges Problem identifiziert haben, sollte es jetzt doch einfacher werden, dass wir von weiteren Problemen zeigen, dass sie auch NL vollständig sind. Ja, genau das Prinzip kennen wir schon von der NP-Vollständigkeit. Wir mussten nur einmal zeigen, SAT ist NP-vollständig und dann reicht eine Reduktion von SAT auf ein neues Problem, das auch in NP liegt, um zu zeigen, dass dieses neue Problem auch NP-vollständig ist. Ja, dasselbe würden wir jetzt gerne auch machen. Wir könnten jetzt zum Beispiel Erreichbarkeit in gerichteten Graphen auf das Leerheitsproblem für NEAs, für nicht-deterministische endliche Automaten, reduzieren. Ja, das ist eine ganz simple Reduktion. Ja, und das Problem liegt aber auch in NL und daraus würde dann natürlich folgen, dass dieses Problem auch NL vollständig ist, oder? Ja, ich behaupte, das ist erstmal gar nicht so klar, ja, denn NL vollständig bedeutet ja, wir können jedes Problem aus NL auf dieses Problem mit einer Log-Space-Reduktion reduzieren. Ja? Aber okay, wenn wir jetzt wissen, ja, man kann von jedem Problem aus NL auf Erreichbarkeit in gerichteten Graphen reduzieren, und man kann von Erreichbarkeit in gerichteten Graphen auf irgendein neues Problem reduzieren, folgt daraus denn wirklich, dass man auch von jedem beliebigen Problem in NL auf dieses neue Problem reduzieren kann. Und die Frage, die wir uns hier eigentlich stellen, ist, ob Log-Space-Reduktionen transitiv sind. Also wenn wir irgendeine Log-Space-Reduktion von einem Problem L1 auf ein Problem L2 haben, und eine Log-Space-Reduktion von einem Problem L2 auf ein Problem L3, ja, wenn diese beiden Sachen hier gelten, gilt dann auch immer, dass es eine Log-Space-Reduktion von L1 auf L3 gibt. Also gibt es dann auch diese Reduktion hier. Das ist eine Sache, die war bei Polyzeitreduktionen eher so eine Randnotiz. Ja, da haben wir uns überlegt, okay, wenn wir beide Reduktionen, wir haben zwei Reduktionen, und wenn wir beide in Polynomialzeit durchführen können, dann können wir auch die Verknüpfung dieser beiden Reduktionen, also die Hintereinanderausführung der beiden Reduktionen, in Polynomialzeit berechnen. Da musste man sich überlegen, ja, wenn man so ein Polynom in ein Polynom einsetzt, dann ist es immer noch ein Polynom und so weiter, ja. Aber das war da relativ leicht zu sehen. Bei Log-Space-Reduktionen ist das hingegen gar nicht so leicht zu sehen und da passiert was ziemlich Verrücktes. Also zunächst mal die Antwort vorweg, ja, Log-Space-Reduktionen sind transitiv, ja, das gilt. Aber es ist gar nicht so offensichtlich. Warum ist es nicht offensichtlich? Naja, stellen wir uns vor, wir haben zwei Log-Space-Reduktionen. Ja? Jede von denen wird durch einen Log-Space-Transducer berechnet. Sagen wir, wir haben einen Log-Space-Transducer für die erste Reduktion. Ja? Der bekommt irgendein Eingabewort, benutzt hier nur so ein bisschen logarithmisch viel Platz und kann dann eine Ausgabe auf so ein Write-Only-Band schreiben. Ja? Und dann haben wir noch eine zweite Log-Space-Reduktion, die genau nochmal dasselbe macht oder halt irgendeine andere Reduktionsfunktion berechnet, aber die hat auch ein Read-Only-Band, die benutzt ein bisschen Log-Space hier und schreibt dann irgendwas in die Ausgabe. Ja, wir wollen jetzt argumentieren, dass man auch einen einzigen Log-Space-Transducer bauen kann, der diese Eingabe bekommt und diese Ausgabe hier ganz am Ende produziert und zwischendurch nur so ein ganz bisschen Log-Space-Platz benutzt. Ja, warum ist das nicht offensichtlich, vielleicht erstmal die Frage, ja, dass das geht? Kann man nicht einfach diese beiden Log-Space-Transducer zu einem großen Log-Space-Transducer vereinigen? Braucht dann immer noch Log-Space viel Platz und dann sind wir fertig. Ja? Ja, das Problem liegt aber, dass hier auf diesem Write-Only-Band, ja, auf das wir die Ausgabe der ersten Reduktion schreiben, dass hier deutlich mehr als logarithmisch viel Platz benutzt werden darf. Ja, man darf es aber nicht mehr lesen. Ja, und genauso hier, ja, dass die Eingabe für die zweite Reduktion, die darf wieder groß sein. Ja, man darf sie aber nur lesen, nicht schreiben. Und dann hier wieder nur logarithmisch viel Platz benutzen. Das heißt, was erstmal nicht funktioniert, ist zu sagen, na, wir nehmen alle Bänder, die wir hier in diesen zwei Reduktionen benutzt haben, machen diese beiden Write-Only und dieses Read-Only-Band, ja, machen diese beiden Bänder zu ganz normalen Arbeitsbändern, ja, zu einem Read-Write-Band. Und dann führen wir die Reduktion durch. Ja, wir benutzen also hier nur logarithmisch viel Platz
und schreiben hier die erste Ausgabe hin, ja, die Ausgabe der ersten Reduktionsfunktion, irgendwie so, ja. Dann brauchen wir eigentlich dieses Band hier brauchen wir eigentlich gar nicht, ja, als Eingabeband für die zweite Reduktion schauen wir einfach immer auf das, was wir hier auf das Ausgabeband der ersten Reduktion geschrieben haben und arbeiten damit weiter, ja. Also das Band hier können wir uns jetzt komplett sparen eigentlich, machen dann hier die neue Logspace-Reduktion, arbeiten mit dieser Ausgabe und schreiben hier die endgültige Ausgabe hin. Aber da gibt's jetzt das Problem, dass das Ganze keine Logspace-Reduktion mehr ist, weil wir hier ein Arbeitsband benutzt haben zwischendurch, das mehr als nur logarithmisch viel Platz benutzt. So, und jetzt kommt die verrückte Idee. Ja, wir wollen ja eigentlich hier, nehmen wir diese erste Reduktion f, die zweite Reduktion ist g, hier ist irgendein Eingabewort w, und was wir hier eigentlich unten berechnen wollen, ist g von f von w. So, wir wollen also g von irgendwas berechnen. Ja, g von irgendwas, das wird von diesem Logspace Transducer berechnet. So, die Idee ist jetzt, dass wir diesen Logspace Transducer loslaufen lassen. Ja, das Problem ist natürlich, dass wir noch nicht wissen, was hier die Eingabe ist. Aber die Idee ist jetzt wie folgt. In jedem einzelnen Berechnungsschritt von diesem zweiten Logspace Transducer, in jedem einzelnen Berechnungsschritt möchte der ja ein Zeichen von der Eingabe lesen. Und die Eingabe, die ist genau die Ausgabe von der ersten Turing-Maschine. Ja? Irgendein Zeichen wollen wir lesen. Aber eben nur ein einziges Zeichen. Ja, dann machen wir Folgendes. In jedem einzelnen Berechnungsschritt für diese zweite Maschine machen wir jetzt sozusagen als Unterprogramm diese komplette Logspace-Reduktion. Ja? Wir führen also diese komplette Logspace-Reduktion aus, aber so, dass sie nur dieses eine einzige Zeichen ausgibt. Ja, und das liest dann diese Maschine und macht ihren Berechnungsschritt. Ja, und dann läuft sie vielleicht einen Schritt nach rechts, ja, auf dem Eingabeband. Naja, dann führen wir jetzt im nächsten Schritt wieder die komplette erste Reduktion aus und berechnen aber dann das nächste Zeichen, was rechts daneben stehen würde. Ja, und damit können wir dann hier einen weiteren Schritt machen. Das führt dann dazu, dass diese erste Logspace-Reduktion, die f von w berechnet, dass die immer wieder und wieder ausgeführt wird. In jedem einzelnen Berechnungsschritt für diese zweite Logspace-Reduktion machen wir einmal als Unterprogramm diese komplette Logspace-Reduktion, bauen die aber so um, dass sie nur ein einziges Zeichen ausgibt, ja, nämlich das Zeichen, was wir hier gerade lesen wollen, und machen dann damit weiter. Und damit sparen wir uns, dass wir hier jemals die ganze Ausgabe hinschreiben müssen. Ja, technisch kann man das Ganze so umsetzen. Wir schreiben hier einen Pointer hin, der soll immer nur hinzeigen an die Stelle, wo der Lesekopf auf dem ersten Band, auf dem Eingabeband für die zweite Reduktion gerade stehen würde. Ja? Zum Beispiel steht er hier gerade auf Position 5. 101 ist 5 in binär. Der will also gerade das fünfte Zeichen lesen. So, jetzt wollen wir einen Berechnungsschritt dieser zweiten Turing-Maschine durchführen. Jetzt führen wir die komplette Reduktion hier oben durch. Ja, die erzeugt nämlich eine Ausgabe und wir zählen beim Schreiben der Symbole mit, wie viel Symbole wir bereits hingeschrieben haben. Sagen wir mal die Ausgabe, wenn das hier das W ist, dann ist das F von W. Sagen wir mal das Wort BA, BA, BA und so weiter. Ja, oder einfach zum Beispiel dieses Wort BA, BA, BA. Das schreiben wir aber nicht komplett hin. Ja, wir funktionieren diese Turing-Maschine einerseits so um, dass sie das Zeichen immer wieder überschreibt, also dass sie nur ein einziges Feld benutzt. Ja, sie schreibt hier ein B hin. Ja, als nächstes schreibt sie an dieselbe Stelle ein A, dann schreibt sie an dieselbe Stelle ein B und so weiter. Ja, schreiben hier also ein B hin und wir zählen aber mit, dass wievielte Zeichen ist denn das, das wir ausgeben. So, also schreiben das B hin, zählen mit, das war das erste Zeichen. Schreiben das A hin, zählen mit, das war das zweite Zeichen. Ja, lassen die Reduktion weiterlaufen, irgendwann gibt sie das dritte Zeichen aus. Lassen die Reduktion weiterlaufen, irgendwann gibt sie das vierte Zeichen aus. Lassen die Reduktion noch weiterlaufen, dann gibt sie das fünfte Zeichen aus. Und aha, jetzt sind wir bei dem Zeichen angekommen, das die zweite Reduktion gerade lesen möchte. Jetzt kann die Turing-Maschine der zweiten Reduktion, die weiß jetzt, okay, ich lese gerade ein B. Jetzt kann ich hier meine Berechnung machen, diesen einen einzigen Berechnungsschritt kann ich jetzt hier machen. Dann tue ich also hier irgendwas auf meinen Arbeitsbändern und dann bewege ich vielleicht meinen Lesekopf auf dem Eingabeband,
Ja, zum Beispiel bewege ich ihn ein Stück nach links. Das entspricht hier 1 abzuziehen. Von Position 5 gehe ich auf Position 4. Und jetzt geht der ganze Spaß von vorne los. Ja. Jetzt führen wir die ganze Reduktion hier nochmal durch, ja, und berechnen diesmal das vierte Zeichen der Ausgabe. Ja. Wir berechnen nochmal ganz neu, was ist f von w, bis wir das vierte Zeichen kennen und so weiter. Und wenn man jetzt davon den Platzbedarf berechnet, dann hatte man hier Konstante mal log n viel. Hier hatte man auch andere Konstante vielleicht auch mal log n viel. Und hier zwischendurch haben wir jetzt nur ein Feld plus 2 Zähler. Und zwar 2 Zähler, die sind höchstens wie lang? Naja, höchstens so lang, wie die Länge der Ausgabe f von w lang ist. Oder besser gesagt Zähler, die bis zu dieser Zahl Länge der Ausgabe von f von w zählen. Aber die brauchen dann nur logarithmisch viel Platz darin. Ja, f von w ist polynomiell groß, höchstens in der Länge von w. Und dann kann man sich insgesamt ausrechnen, dass es immer noch ein konstantes Vielfaches vom Logarithmus ist. Ja, und dann hat man insgesamt nur konstantes Vielfaches vom Logarithmus benutzt und hat sich eine neue Logspace, einen neuen Logspace Transducer gebaut, der die Verknüpfung der Funktionen f und g berechnet. Und das zeigt, dass Logspace-Reduktionen transitiv sind.